Hallo und herzlich willkommen zum Livestream zur Vorlesung Webtechnologien. Wir beginnen heute mit einem neuen Themenabschnitt und beschäftigen uns mit einer neuen Komponente für unsere Webanwendungen, die wir im Rahmen vom Kurs entwickeln werden, und werfen dazu einen Blick, erst einen theoretischen Blick auf Datenbanken an sich, und werden dann heute auch ganz praktisch damit beginnen, Datenbanken, speziell SQL-basierte Datenbanken, zu verwenden bzw. Mit denen umzugehen. Bevor wir anfangen, wenn Sie möchten, können Sie kurz Hallo sagen im Chat, dann weiß ich, dass Sie da sind. Wenn Sie auf Twitch posten, habe ich das im Blick im Chat und kann auch auf Fragen und Feedback antworten. Und genauso auch, wenn Sie lieber im Rocket Chat der Uni Regensburg posten, da habe ich in unserem Kanal, in unserem Kurskanal, einen neuen Thread aufgestellt für diese Sitzung. Da können Sie auch rein und vielleicht einfach kurz Hallo sagen, und dann starten wir auch gleich. So, ich habe schon angekündigt, um was es heute geht. Wir beschäftigen uns mit Datenbanksystemen, mit erstmal den Grundlagen, was eigentlich so eine Datenbank ist und warum wir die im Rahmen von diesem Kurs uns überhaupt anschauen werden. Dann werden wir uns anschauen, was es so für unterschiedliche Konzepte für Datenbanken an sich gibt, und dann auch gleich in die praktische Arbeit einsteigen, nämlich in so erste einfache Abfragen an eine SQL-basierte Datenbank. Ich würde einfach mal mit dem Vorlesungsteil beginnen. Ich zeige Ihnen dazu auch die Folien. Und dann können wir loslegen. Das Ganze ist Teil von mindestens zwei Sitzungen oder zwei Wochen. Das heißt, wir werden uns auch in der nächsten Woche noch mit diesem Thema beschäftigen. Dann bestimmte Techniken, die wir heute auslassen oder nicht so intensiv uns anschauen, noch mal ein bisschen genauer anschauen. Sie werden das Ganze auch im Rahmen der Übung praktisch umsetzen. Das heißt, im Anschluss an die Vorlesung werden Sie sich dann mit Martin zusammen anschauen, wie Sie das Ganze auch tatsächlich hands-on mit SQL und Datenbanken praktisch in die Tat umsetzen können. Was wir jetzt vorhaben, ist, wie angekündigt, zuerst so ein ganz allgemeiner Überblick über Datenbanksysteme. Wir klären so ein bisschen die Terminologie auch und versuchen so ein bisschen zu motivieren, warum wir jetzt plötzlich in diesem Kurs nach HTML, CSS und JavaScript so ein ganz neues Thema aufmachen. Wir schauen uns dann ein Datenbankmodell, nämlich das relationale Datenbankmodell, ein bisschen genauer an, lernen dann SQL als so eine standardisierte Schnittstelle zu Datenbanken kennen und werden am Beispiel von SQLite, also einer ganz, ganz konkreten Datenbank-Implementierung, versuchen, über diese Sprache auf Daten zuzugreifen, die in strukturierter Form in einer Datenbank vorliegen. Die Motivation für das Ganze ist vielleicht jetzt auf den ersten Blick, gerade wenn Sie jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit Webanwendungen haben, vielleicht nicht unbedingt zu erkennen. Aber wenn Sie sich ein bisschen überlegen, was wir denn eigentlich so für Anwendungsfälle haben, die wir jetzt durch diese HTML, CSS, JavaScript-Anwendung, die wir so gestalten, tatsächlich umsetzen möchten, dann werden Sie vielleicht schon bemerkt haben, dass es ganz viele Anwendungsfälle gibt, die nicht wirklich funktionieren, wenn wir nicht irgendwo innerhalb dieses Systems so einen Kern an persistenten Daten haben. Also ganz, ganz viele Anwendungsfälle machen nur Sinn, wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben, Daten strukturiert an einem Ort abzuspeichern und auch wieder zugänglich zu machen. Vor allem dann, wenn diese Anwendung nicht in einem einzelnen Moment nur genutzt wird, sondern wenn die dauerhaft und wiederholt verwendet wird. Also wenn zum Beispiel Nutzer und Nutzerinnen Daten produzieren, die irgendwie abgespeichert werden. Oder wenn wir ganz vielen Leuten die gleichen Informationen zugänglich machen wollen. Brauchen wir in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit, Daten unabhängig von der Anwendung nicht nur abzuspeichern, sondern auch durch die Nutzung der Anwendung entsprechend anzupassen oder zu aktualisieren. Es könnte zum Beispiel eine Anwendung sein, die vielleicht irgendwie
eine Art von Nutzer- oder Nutzerinnenmanagement hat. Also überlegen Sie sich, Sie entwickeln irgendwie eine Personalverwaltungsanwendung, Sie bilden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von einer Firma ab, die haben alle irgendwie Namen, Nummern, Abteilungen, Aufgabenbereiche, das ändert sich vielleicht alles und Sie haben so einen informativen Kern Ihrer Anwendung, der dann vielleicht durch eine Webanwendung dargestellt oder manipuliert wird. Also wir haben einmal die Anwendung selber, die diese Informationen darstellt und irgendwie diesen Kern an Informationen, der der irgendwo vorgehalten werden muss und der sich möglicherweise auch im Laufe der Zeit ändert und dann bei der nächsten Nutzung in dieser geänderten Form bitteschön vorhanden sein soll. Vielleicht haben Sie irgendwie eine Anwendung fürs Rechnungswesen. Also Sie müssen irgendwie Kunden, Produkte und irgendwelche Bestellungen verwalten oder vielleicht ein bisschen einfacher eine To-Do-Anwendung, eine Liste von Aufgaben, die Sie so verwalten müssen und dann eben tatsächlich auch vielleicht für eine nächste Sitzung, wenn ich dann nachschauen möchte, was ich tatsächlich noch so auf meiner To-Do-Liste habe, wieder auslesbar machen muss. Ich kann Ihnen, weil da gerade kurz eine Frage kommt im Chat, gerne den Code nochmal durchgehen. Also wir machen jetzt vielleicht erstmal dieses Datenbankthema, damit wir irgendwie so halbwegs im Zeitplan bleiben und dann werfen gemeinsam vielleicht noch einen Blick auf den Quellcode von diesem Beispiel aus der letzten Woche. Erinnern Sie sich vielleicht so eine Viertelstunde vor Ende nochmal dran, damit ich dann auch das bis dahin nicht vergesse. Okay, also wir haben bestimmte Anwendungsfälle, die wir nur umsetzen können, wenn wir irgendwie diesen informativen Kern unserer Anwendung abspeichern können, persistieren können oder auch wieder zugänglich machen können. Wir haben einfach datenbasierte Anwendungen. Und in der Informatik ist zumindest eine Lösung für dieses Problem, also für diesen Wunsch, Informationen persistent über mehrere Sitzungen hinaus zu speichern, die Verwendung von einem Datenbanksystem. Also wir sprechen dann in der Regel nicht von einer Datenbank, die wir verwenden, sondern wir sprechen in der Regel von einem Datenbanksystem, das sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt und das uns dann zum Beispiel ermöglicht, unsere Aufgaben in unserer To-Do-App an einem zentralen Ort abzuspeichern. So ein Datenbanksystem, das beinhaltet die Datenbank selber. Das ist irgendwie ein völlig abstrakter Begriff. Das ist einfach die Menge der gespeicherten Daten. Vielleicht einfach tatsächlich die Werte, die irgendwo auf der Festplatte gespeichert sind, in vielleicht irgendwelchen Dateien oder im Speicher vorgehalten werden. Das ist einfach erstmal die rohe Datenmenge, die in diesem System bereitgestellt und manipuliert wird. Dann haben Sie darauf aufbauend das sogenannte Datenbankmanagementsystem. Das ist ein Stück Software, was diese Daten verwaltet. Also dieses Datenbankmanagementsystem, das kümmert sich darum, dass diese Daten am richtigen Ort abgelegt werden auf der Festplatte, dass einzelne Elemente ausgelesen werden können, dass wir vielleicht auch die Art und Weise, wie diese Informationen abgespeichert werden, optimieren können, während die Datenbank genutzt wird oder im Anschluss und kümmert sich eben um dieses ganze Management der Datenbank. Der letzte Baustein von so einem Datenbanksystem ist die Schnittstelle zu den Komponenten oder vielleicht auch ganz direkt zu den Nutzern und Nutzerinnen, die dieses Datenbanksystem oder diese Datenbank dann tatsächlich verwenden wollen, beziehungsweise genauer gesagt die Informationen, die in dieser Datenbank gespeichert sind, dann tatsächlich benötigen. Und diese Schnittstelle kann vielleicht irgendwie eine programmatische Schnittstelle sein, es kann eine standardisierte Abfragesprache sein, es kann auch irgendwie ein User Interface oder sowas sein. Aber wir brauchen irgendwie eine Schnittstelle, die dann tatsächlich uns ermöglicht, von außen auf die gespeicherten Informationen zuzugreifen. Und in der Regel ist das Datenbankmanagementsystem dann auch die Verbindung zwischen dieser Schnittstelle und natürlich den eigentlichen Daten. Wir können einen ganz kleinen Schritt zurückgehen und uns nochmal über diese Begriffe, die ich jetzt irgendwie versuche, nicht
gleichzeitig zu verwenden oder nicht deckungsgleich zu verwenden, nämlich Daten und Informationen zu unterhalten. Das müssen wir jetzt in diesem Kurs nicht machen, aber es schadet nicht, wenn man da irgendwie so eine grobe Vorstellung hat, was man vielleicht meint, wenn man Daten oder Datum sagt und was man vielleicht irgendwie meint, wenn man tatsächlich von Informationen spricht. Das ist gerade, wenn man auch vielleicht darüber nachdenkt, wie diese Inhalte einer Datenbank für Nutzer und für Nutzerinnen nützlich sein können, keine so unwichtige Unterscheidung. Also wir haben irgendwelche Daten, irgendwelche Zeichenketten, Zahlen, irgendwelche Buchstaben, die irgendwo auf unserer Festplatte liegen. Also irgendwo im Speicher oder in einer Datei liegen zum Beispiel solche Fitzel wie irgendwie mein Name, irgendwie eine Nummer, Medieninformatik und Webtechnologien. Das sind im besten Fall irgendwelche Daten. Das ist völlig zusammenhangslos auf den ersten Blick. Die können irgendwo liegen und die haben nicht wirklich irgendwie eine Semantik, die diese vier Elemente zu irgendeiner zusammenhängenden Information verbindet. Was ein Datenbanksystem macht bzw. erlaubt, ist, diese Daten in einer strukturierten Form zu speichern oder zumindest in einer strukturierten Form zugänglich zu machen, die dann tatsächlich einen Informationsmehrwert generiert. Also aus diesem Datum, aus diesen Daten werden durch die Verwendung in einem Datenbanksystem tatsächlich Informationen, weil dann vielleicht zum Beispiel sowas hinzukommt wie eine Beschreibung der einzelnen Werte. Also Sie sehen da jetzt irgendwie dieses Name, Personalnummer, Abteilung, Zuständigkeit. In dieser tabellarischen Darstellung, das sind vielleicht Informationen, die das Datenbanksystem zusätzlich speichert und die uns dann mitteilt, dass dieser Fitzel Medieninformatik zum Beispiel der Verweis auf eine Abteilung ist. Und das Datenbanksystem sortiert dann auch vielleicht diese Informationen so, dass diese zeilenweise Darstellung tatsächlich auftaucht und mein Name, Alexander Baso, diese Personalnummer, die Abteilung, in der ich arbeite und die Zuständigkeit für den Kurs Webtechnologien an einem Ort gesammelt sind und sich dadurch dann eine Information ergibt bzw. die Möglichkeit ergibt, gezielt Informationen zu erfragen. Wenn Sie wissen möchten, wer für den Kurs Webtechnologien zuständig ist, dann können Sie hier oben aus diesem Salat an Informationen, aus diesem Haufen an Informationen vielleicht irgendwie das antizipieren. Wirklich deutlich wird es erst durch diese zusätzlichen Informationen. Das heißt nicht, dass jedes Datenbanksystem so aufgebaut sein muss, also in dieser sehr strukturierten tabellarischen Datenstellung. Das ist schon sehr stark angelehnt an das relationale Datenbankmodell. Aber die Idee dahinter ist es, dass eben aus so losen Daten tatsächlich Information wird, wenn wir eben durch ein Datenbankmanagementsystem zusätzliche Eigenschaften oder zusätzliche Struktur in diese irgendwo auf der Festplatte gespeicherten Informationen tatsächlich reinbringen. Dieser erste Teil, das kann irgendwie die Datenbank sein, durch das Datenbankmanagementsystem wird dann diese Struktur hinzugefügt. So ein Datenbanksystem hat verschiedene Charakteristika oder ein gutes Datenbanksystem hat verschiedene Charakteristika, die uns dann erlauben, tatsächlich auch gut mit diesen Systemen zu arbeiten. Und die müssen Sie sich jetzt auf keinen Fall irgendwie merken. Die sind jetzt nur der Vollständigkeit halber mal aufgeführt, damit Sie so grob wissen, was irgendwie so die wichtigsten Eigenschaften von so einem Datenbanksystem tatsächlich sind, die es dann eben für solche Anwendungsfälle wie eben das persistente Speichern von irgendwelchen Informationen ebenso gut verwendbar machen. Also ein Datenbanksystem hat in der Regel irgendwie sowas wie Persistenz. Das heißt, wenn ich anfange, die Datenbank zu benutzen, irgendwelche Sachen reinschreibe und dann irgendwie ein paar Tage später eine neue Sitzung starte, also nochmal auf diese Datenbank zugreife, dann sind die Änderungen aus der letzten Sitzung vorhanden. Also Daten überleben die einzelne Sitzung mit dem Datenbanksystem und überleben auch irgendwelche Transaktionen, also irgendwelche Veränderungen. Ein gutes Datenbanksystem kümmert sich auch um das eigentliche Abspeichern von den Informationen, also diese Verwaltung von vor allem auch großen Datenmengen, die
in Anführungsstrichen physikalische Speicherung irgendwo auf der Festplatte oder sowas. Das übernimmt das Datenbanksystem. Natürlich ist dann darunter noch das Betriebssystem und so weiter geschaltet, aber wir als Nutzer und Nutzerinnen von so einem Datenbanksystem haben damit in der Regel nichts zu tun. Also wir speichern die Informationen rein, wir lesen sie wieder raus und in den meisten Fällen kümmert sich das Datenbanksystem um den Rest. Wir haben in der Regel auch die Möglichkeit, dass wir innerhalb dieses Systems mit mehreren Nutzern und Nutzerinnen gleichzeitig arbeiten können. Also wenn wir irgendwo einen Datenbankserver haben oder einen Server, auf dem ein Datenbanksystem läuft, dann können wir uns alle da irgendwie einloggen und dran arbeiten. Und wir haben in der Regel auch, das werden wir gleich noch sehen, sowas wie rechte Möglichkeiten. Also innerhalb der Datenbank auch die Möglichkeit, verschiedenen Nutzern unterschiedliche Rechte für den Zugriff auf diese Informationen einzuräumen. Also ein Datenbanksystem sollte zuverlässig sein. Also das heißt, ein wichtiges Charakteristika ist, dass diese Informationen nicht nur persistent, sondern auch korrekt auf der Festplatte oder auf dem Speichermedium vorhanden bleiben. Das heißt, wir werden auch vielleicht informiert, wenn es irgendwelche Fehler gibt, die zu einer negativen Beeinflussung von dieser Datenintegrität tatsächlich führen könnten. Können vielleicht bestimmte Zustände wiederherstellen, wenn vielleicht irgendwelche Transaktionen in dieser Datenbank einen fehlerhaften Zustand tatsächlich entstehen haben lassen. Diesen Punkt Datensicherheit ist was, was die Datenbanksysteme anbieten, um vor dem unerlaubten Zugriff oder auf die entsprechend vorgehaltenen Informationen zu schützen. Das heißt, neben irgendwie so Mehrbenutzersystemen haben wir, wie schon gesagt, auch sowas wie Rechtesysteme. Das heißt, dass vielleicht irgendwie eine Authentifizierung notwendig ist, um auf dieses Datenbanksystem zuzugreifen. Dass es vielleicht Teilbereiche der Datenbank gibt, die nicht für jeden, auch nicht für jeden authentifizierten Nutzer oder authentifizierte Nutzerin zugänglich sind. Und das ist von diesen ganzen Charakteristika das Einzige, was uns jetzt im Moment beschäftigen soll. Ein Datenbanksystem hat in der Regel oder muss in der Regel eine Abfragesprache beinhalten. Also irgendwie einen standardisierten Mechanismus, wie wir als Nutzer und Nutzerin von diesem System auf diese Informationen tatsächlich zugreifen können. Das ist in der Regel eine sogenannte Query-basierte Schnittstelle. Das heißt, wir stellen eine Anfrage in Form eines Ausdrucks, der über einen vorher bekannten Syntax formuliert ist und kriegen vom Datenbanksystem eine strukturierte Antwort auf diese Anfrage. Das heißt, Sie dürfen jetzt ab heute noch eine neue Sprache lernen, nachdem wir uns mit HTML, CSS und JavaScript beschäftigt haben, kommt jetzt die nächste Sprache ins Spiel. Die ist wesentlich weniger umfangreich als die vorherigen und wir werden die auch wesentlich gezielter tatsächlich einwenden. Aber wir werden heute wieder eine neue Sprache mit einem neuen Vokabular und einer neuen Grammatik tatsächlich kennenlernen, um dann anhand von einem ganz bestimmten Beispiel auf so ein Datenbanksystem über eine standardisierte Schnittstelle, eine Abfragesprache zuzugreifen. Diese ganzen eher allgemeinen Charakteristika und Überlegungen, die sind schön und gut. Also was irgendwie so eine Datenbank ist, haben Sie sich wahrscheinlich vorher auch schon irgendwie denken können. Sie werden ja vielleicht in Ihrem Studium schon mal in irgendwelchen Datenbanken recherchiert haben müssen, irgendwie an der Bibliothek oder sowas. Das heißt, auch wenn wir jetzt neue Begriffe eingeführt haben, das Ganze technisch ein bisschen aufgedröselt haben, was so eine Datenbank ist, haben Sie sich vielleicht schon gedacht. Jetzt nähern wir uns einen Schritt weiter zu den Dingen, die Sie sich vielleicht noch nicht gedacht haben. Und wir schauen uns jetzt an, wie man ganz konkret in der Informatik solche Datenbanken umsetzen kann. Also was gibt es für Möglichkeiten, wie Sie diese grundsätzliche Idee, wir brauchen irgendwie ein System, was Daten persistiert und zugänglich macht, tatsächlich umsetzen können. Und in der Informatik oder in der Softwareentwicklung, je nachdem, wo Sie das verorten wollen, haben sich unterschiedliche Modelle herauskristallisiert oder Ansätze herauskristallisiert, wie man solche Datenbanken tatsächlich modellieren kann. Das sind jetzt noch keine konkreten Datenbanksysteme. Vielleicht
haben ja ein paar von Ihnen schon mal sowas wie MySQL oder sowas gehört oder SQLite oder MongoDB oder sowas. Also irgendwie so Begriffe für eine ganz konkrete Technologie, für ein ganz konkretes System. Da sind wir jetzt noch nicht. Wir sind noch eine Ebene drüber. Wir überlegen uns, wie könnten wir so ein Datenbanksystem tatsächlich gestalten? Was gibt es da vielleicht für Philosophien oder Designentscheidungen? Und aufbauend auf diesen unterschiedlichen Modellen werden dann die ganz konkreten Datenbanksysteme wie zum Beispiel MySQL oder SQLite, was wir uns heute anschauen werden, dann tatsächlich umgesetzt. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Es gibt so ganz klassisch hierarchische Datenbankmodelle, dass man angefangen hat, sich darüber Gedanken zu machen, solche Datenbanksysteme zu implementieren. Waren die Informationen, die man speichern wollte, in der Regel in der realen Welt irgendwie hierarchisch tatsächlich organisiert? Also denken Sie vielleicht tatsächlich an irgendwelche Personalverwaltungssysteme, an irgendwelche Abteilungen, die Unterabteilungen haben, die Mitarbeiter haben. Die Mitarbeiter haben irgendwie, keine Ahnung, Personalnummern und irgendwelche Namen oder sowas. Und man kann diese Informationen sehr schön in so einer hierarchischen Struktur tatsächlich einfach abbilden. Das war so das erste Datenbankmodell. Da hat man sich überlegt, dass so eine Hierarchie, die nur in eine Richtung runtergeht, vielleicht für bestimmte Informationen gar nicht mehr so sinnvoll ist. Und dann ist man dann, hat zusätzlich dazu eben solche netzwerkorientierten Modelle entwickelt, in denen die Daten stärker untereinander vernetzt sein können. Dann gibt es das relationale Datenbankmodell, das wir uns heute anschauen werden, in dem die Informationen in einer Struktur abgebildet werden, zumindest so, wie sie sich für uns darstellen, die sehr stark an so tabellenorientierte Abbildungen tatsächlich erinnert. Wir haben Datenbankmodelle, die ähnlich zu dem objektorientierten Entwurfsmuster aus der Programmierung aufgebaut sind. Also einzelne Datensätze werden als Objekte abgebildet, die bestimmte Eigenschaften haben und die auch untereinander referenziert werden können. Und ganz zu guter Letzt irgendwie so das zumindest in der praktischen Anwendung neueste oder modernste, wenn Sie so wollen, Datenbanksystem, dass die Informationen, die in dieser Datenbank abgebildet werden, als einzelne Dokumente ansieht und repräsentiert. Also gerade dieses dokumentorientierte Datenbankmodell ist was, was Sie im Kontext der Webentwicklung immer mehr und mehr auffinden. Nicht immer nachvollziehbar, warum man das dann dem zum Beispiel relationalen Datenbankmodell vorzieht, aber eben in vielen Fällen sehr verbreitet. Diese Modelle, und auch hier gilt wieder, wir schauen uns eins davon an und Sie müssen den Rest nicht in irgendeiner Art und Weise recherchieren oder auswendig lernen. Was Sie sich merken sollten, ist, dass hinter diesen großen Modellen dann immer eine sehr spezifische Idee steckt, wie diese Datenbanken tatsächlich aufgebaut sind. Ich habe es gerade schon versucht, so an manchen Stellen anzudeuten. Vielleicht haben Sie irgendwie, können Sie irgendwie vorstellen, dass vielleicht das dokumentenorientierte Datenbankmodell ganz anders aufgebaut ist als das hierarchische Datenbankmodell. Da steckt irgendwie eine bestimmte Philosophie hinter. Und diese Philosophie beeinflusst dann auch, wie wir als Nutzer dieser unterschiedlichen Datenbanken mit diesen konkreten Ausprägungen dieser Modelle umgehen. Also wenn Sie ein relationales Datenbankmodell oder ein Datenbanksystem haben, was nach diesem relationalen Datenbankmodell aufgebaut ist, dann gibt es eine ganz bestimmte Art und Weise, wie Sie damit umgehen, wie Sie auf die Information zugreifen, wie Sie vielleicht neue Informationen reinspeichern. Und wenn Sie dokumentenorientierte Datenbanksysteme haben, dann werden vielleicht die gleichen Aktionen auf eine ganz andere Art und Weise ausgeführt, weil eben dieses grundsätzliche Modell so ein bisschen beeinflusst, wie oder sehr stark beeinflusst, wie Sie als Nutzer und Nutzerin mit diesen Datenbanken umgehen. Wir beschäftigen uns, wie schon angekündigt, in diesem Kurs hauptsächlich mit diesem relationalen Datenbankmodell oder eigentlich ausschließlich nur mit diesem relationalen Datenbankmodell. Wir können Ihnen gerne noch ein bisschen Informationen zu anderen Sachen verlinken. Der Wikipedia-Artikel, der deutsche sogar, ist erfreulicherweise sehr schön, um mal so einen Überblick zu bekommen. Da ist auch diese Grafik raus, wo man dann vielleicht nochmal auch
ein bisschen schneller diesen visuellen Eindruck gewinnt, wie diese Datenbanken strukturell aufgebaut sein können, können Sie sich gerne in Ruhe anschauen. Aber in diesem Kurs geht es erstmal nur um relationale Datenbankmodelle. Das machen wir aus zwei Gründen. Also zum einen ist dieses relationale Datenbankmodell gerade in dem Kontext Webentwicklung noch sehr stark verbreitet. Also es gab eine Zeit, wo sie, wenn sie irgendwie Webanwendungen implementiert haben, eigentlich in der Regel fast nur serverseitig solche relationalen Datenbankmodelle eingesetzt haben. Vielleicht hat das ja auch irgendjemand von Ihnen schon mal gemacht, irgendwie auf so einen MySQL-Server vielleicht zugegriffen mit PHP, und das war irgendwie so der Klassiker. Das heißt, es gibt so eine historische Entwicklung, gerade in der Webentwicklung, die sehr stark mit diesem relationalen Datenbankmodell verbunden ist. Der andere Grund, warum man damit vielleicht gut einsteigen kann, ist, weil man das sehr gut erklären kann. Und auch wenn diese visuelle Erklärung, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, in Form von diesen Tabellendarstellungen nicht dem entspricht, wie diese Informationen oder Daten in der Datenbank tatsächlich gespeichert sind, kann man sich das zumindest vorstellen. Also dieses relationale Datenbankmodell, das ist wahrscheinlich das, wo wir alle am meisten irgendwie Berührungspunkte haben und das am leichtesten verstehen können. Sie können sich das nämlich tatsächlich als Tabelle einfach vorstellen oder als Sammlung aus mehreren Excel-Tabellen. Die gesamte Tabelle oder der Inhalt der Tabelle minus den Spaltennamen ist die Relation. Also das sind die Informationen, die zusammenhängend in einer Tabelle gespeichert sind. Die einzelnen Spalten stehen jeweils für einen einzelnen atomaren Bestandteil eines Datensatzes und jede Zeile repräsentiert einen zusammenhängenden Datensatz. Jede Zelle innerhalb dieser Tabelle ist dann das eigentliche Datum. Und rückwärts gesehen, aus mehreren Zellen, die in einer Zeile sind, entsteht der Datensatz. Alle Datensätze zusammen bilden die Relation ab, und die einzelnen Spalten, vor allem jetzt in diesem Fall auch diese Spaltenüberschrift, das sind die Attribute, die beschreiben, was in dieser dann entsprechenden Zelle des Datensatzes tatsächlich drinsteht. Und so eine relationale Datenbank besteht dann aus ganz, ganz vielen von diesen Tabellen. Jede Tabelle hat irgendwie einen Namen. Hier zum Beispiel vielleicht sowas wie Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, und dann gibt es vielleicht eine andere Tabelle Kurse, in denen noch mehr Informationen zu den Kursen stehen können, und diese Tabellen sind untereinander verbunden durch Verweise, also Referenzen innerhalb oder zwischen diesen Relationen. Das kann man so gut als Einstieg nehmen. Also stellen Sie sich immer, wenn Sie irgendwie einen visuellen Hint brauchen, wie sowas funktionieren könnte, tatsächlich so eine Tabelle vor. Spaltenweise die Attribute, zeilenweise die einzelnen Datensätze. Das ist natürlich nicht die Sprache, die wir verwenden, oder die Begriffe, die wir verwenden, wenn wir jetzt über dieses relationale Datenbankmodell sprechen. Da benennen wir diese einzelnen Bestandteile ein bisschen anders. Wir sprechen dann bezüglich des Namens und der Menge der Attribute vom Relationenschema. Also übersetzt auf Excel, die Spaltennamen und der Dateiname, das ist irgendwie unser Relationenschema. Das gibt die Struktur von dieser Tabelle vor. Die Spalten insgesamt sind die Attribute. Das können beliebig viele sein, Name, Personalnummer und so weiter. Wir sprechen dann von einzelnen Attributen, die in dieser Relation abgebildet werden. Dann haben wir innerhalb der Relation, das ist die Menge der eigentlich in diesem Konstrukt gespeicherten Informationen, einzelne Zeilen, die sich aus mehreren Werten für die einzelnen Attribute zusammensetzen. Und jede dieser einzelnen Zeilen ist ein Tupel. Also ein Tupel ist das Äquivalent zu einer Zeile, die Menge der Attributswerte für einen einzelnen Eintrag. Und eine Relation besteht dann eben aus mehreren dieser Tupeln, die alle in ihrer Struktur durch das Schema aufgebaut bzw. vorgegeben sind. Also das ist jetzt die Übersetzung von dieser Excel-Metapher auf das etwas formalere relationale Datenbankmodell. In der Regel
geht es auch noch so ein bisschen weiter, was die Formalisierung angeht. Also die Datenbanksysteme, die jetzt irgendwie so relationale Datenbanken umsetzen oder bereitstellen, die unterstützen in der Regel unterschiedliche Datentypen. Dieses Konzept kennen Sie schon aus der Programmiersprache oder aus dem Programmieren an sich. Und das heißt für uns, dass wir auch wieder über das Relationsschema für die Attribute bestimmte Typen definieren können oder gezwungen sind, bestimmte Typen zu verwenden. Vielleicht können wir in eine Spalte nur Zahlen reinschreiben, in die andere Spalte nur Texte, vielleicht irgendwelche Wahrheitswerte, Zeitangaben. Welche Datentypen das sind, also was Sie in so einer Datenbank dann tatsächlich abspeichern können, das hängt dann von dem jeweiligen Datenbanksystem ab, also was da unterstützt wird. Diese Datentypen oder die Zuordnung, habe ich gerade schon so ein bisschen angedeutet, von einem Datentyp zu einem Attribut, wird im Schema abgespeichert, also es ist Teil von dem Relationsschema und damit das nochmal ganz klar ist, wir müssen immer, wenn wir dann mit der Datenbank interagieren, uns natürlich daran halten. Also wenn wir dann vielleicht eher in der nächsten Woche Informationen in eine Datenbank reinspeichern möchten, dann müssen wir dafür sorgen, dass die in dem Format vorliegen, in den Datentypen vorliegen, die auch in dem Schema entsprechend vorgesehen sind. Wir werden uns in dieser Woche nicht weiter als bis zu dem Punkt, den ich jetzt angesprochen habe, bewegen. Also wir werden heute dabei bleiben, dass wir uns eine Relation anschauen, uns die Informationen, also die Tupel in dieser Relation anschauen und bezüglich unserer Anfragen an dieses System auch in dieser einen Relation verweilen werden. Das ist aber nicht der Normalfall. Normalerweise besteht auch so eine relationale Datenbank aus mehreren von diesen einzelnen Tabellen in Anführungsstrichen. Und was das dann tatsächlich heißt, werden wir uns in der nächsten Woche anschauen. Ich würde jetzt nur ganz kurz ein bisschen was schon mal in diese Richtung erwähnen, damit Sie da nächste Woche nicht irgendwie komplett vor was Neuen stehen. Also nochmal zusammengefasst. Normalerweise sind solche Datenbanksysteme oder Datenbanken komplexer, gerade in dem produktiven Einsatz und bestehen nicht nur aus einer Relation. Heute gibt es aber nur eine Relation, damit das Ganze ein bisschen leichter ist. Was wir uns heute auch nicht anschauen werden, ist, wie diese Relationen miteinander verknüpft sind. Also wenn Sie sehr komplexe Datenstrukturen haben oder auch einfach nur sehr umfangreiche, wie zum Beispiel irgendwie Informationen über Dozierende, Informationen über Kurse, dann bilden Sie die normalerweise nicht in einer Relation ab. Also Sie wollen nicht irgendwie in der gleichen Spalte, in der gleichen Zeile, in der Sie die Informationen über den Dozierenden eintragen, auch die Informationen über den Kurs eintragen, weil Sie dann Doppelungen und sowas tatsächlich auslösen. Das heißt, wir teilen das auf. Wir haben eine Tabelle, in der alle Informationen drinstehen, die wir über die Dozierenden haben. Eine andere Tabelle, in der wir alle Informationen über die Kurse haben, Teilnehmeranzahl, Raum, in dem das stattfindet, vielleicht irgendwann mal wieder, vielleicht irgendwelche Abhängigkeiten zu anderen Kursen, die erfüllt sein müssen. Und in dem relationalen Datenbankschema werden diese beiden Sachen dann durch Verknüpfungen verbunden. Entstehen sogenannte Schlüssel, die in jedem Tupel eindeutig sind. Also wir sorgen dafür, dass wir jede Zeile unserer Tabelle tatsächlich eindeutig definieren und bestimmen können und verbinden dann über zusätzliche Relationen die eine Tabelle mit der anderen, indem wir zum Beispiel sagen, der Dozierende, der für Kurs XY tatsächlich zuständig ist, hat den Schlüssel Z und darüber können wir dann die beiden Relationen miteinander verbinden. Nochmal der Hinweis, das kommt erst nächste Woche. Heute bleiben wir in einer Relation. Behalten Sie einmal im Hinterkopf, das ist nicht der Normalfall. Wenn Sie möchten, können Sie gerade jetzt so am Anfang auch tatsächlich diese Tabellenmetapher immer wieder zur Hand nehmen, wenn Sie vielleicht bestimmte Teilbereiche oder bestimmte Wörter, die jetzt so auftauchen, nicht sofort zuordnen können. Ich glaube nicht, dass das so wirklich notwendig ist. Also ich traue Ihnen das alles allen zu, dass Sie sich diese Begriffe auch so halbwegs merken, die wichtigsten. Aber wenn Sie dann
doch nochmal irgendwie nicht ganz klar wissen, was denn jetzt diese Relation ist oder was ein Tupel ist, dann gibt es tatsächlich so ein 1-zu-1-Mapping zwischen diesen formalen relationalen Begriffen, wie zum Beispiel dem Schema, und irgendwie so eher informellen Begriffen, die dann die Tabelle beschreiben. Das können Sie sich dann ja vielleicht ein bisschen leichter merken, wenn Sie jetzt wissen, okay, eine Relation, das ist die Tabelle, eine Zeile, das ist dieses Tupel, also die Menge der Informationen, die in den Zellen einer Zeile stehen. Okay, fertig mit der Theorie. Rein in die Praxis. Wenn wir jetzt mit Datenbanken arbeiten wollen, dann gibt es so ein Set an Standardoperationen, die wir eigentlich immer durchführen wollen. Also die Art und Weise, wie wir mit einem Datenbanksystem interagieren, völlig losgelöst von dem konkreten Anwendungsfall, die lässt sich eigentlich runterbrechen auf so vier wesentliche Grundoperationen. Es gibt vier verschiedene Arten, wie Sie mit einem Datenbanksystem sprechen können und wollen. Und in der Regel sind das auch genau diese vier Grundoperationen, die ein Datenbanksystem tatsächlich unterstützt. Also wenn Sie sich irgendwie was merken wollen, was kann ich denn mit solchen Datenbanken machen, dann ist das auf dem obersten Ebene das Erzeugen von einem neuen Datensatz, das Auslesen von Datensätzen, das Aktualisieren von Datensätzen und das Entfernen von einem Datensatz. Das klingt jetzt vielleicht völlig banal, aber das ist ein guter Einstiegspunkt, um dann sich tatsächlich konkret anzuschauen, wie bestimmte Datenbanksysteme oder bestimmte Abfragesprachen das Ganze umsetzen, weil sie diese vier sogenannten CRUD oder CRUD-Operationen, Create, Read, Update und Delete, tatsächlich dann auch in unterschiedlichen Datenbanksystemen finden. Also auch wenn wir jetzt uns aus diesem relationalen Bereich ein bisschen entfernen, werden Sie in anderen Datenbanksystemen diese grundsätzlichen Funktionen wiederfinden. Die gibt es da auch, vielleicht in anderer Form, mit einer anderen Abfragesprache, aber das sind die vier wesentlichen Funktionen, die wir uns merken sollten, wenn wir jetzt mit einem Datenbanksystem umgehen wollen. Wir werden uns das Ganze auf Basis von SQL anschauen. Das sage ich Ihnen auch gleich, was dahinter steckt. Das ist ein Sprachstandard. Das ist eine Abfragesprache oder eine Vorgabe für Abfragesprachen, mit denen auf Datenbanksysteme zugegriffen werden kann. Also das ist diese neue Sprache, die wir lernen, um dann zum Beispiel mit unserer SQLite-Datenbank zu sprechen. Und über SQL können Sie diese vier wesentlichen Operationen mit vier wesentlichen SQL-Befehlen auslösen bzw. durchführen. Die heißen nicht genauso wie in diesem CRUD-Schema. Das heißt, wir müssen uns jetzt andere vier Begriffe merken, aber die sind äquivalent zu denen. Und zu 50% stimmen sie auch überein. Dieses Create wird in SQL durch den Insert-Befehl ausgelöst. Das erzeugt neue Einträge in einer Relation. Das Read ist in SQL der Select-Befehl, damit wählen wir Tupel aus. Update ist äquivalent zu dem Update, damit aktualisieren wir Sachen. Und Delete ist äquivalent zu dem SQL-Befehl Delete, damit werden Einträge entfernt aus der jeweiligen Relation. Also Create und Read gibt es auch in SQL, die heißen da nur anders. Ein paar Begriffsdefinitionen und dann steigen wir tatsächlich auch schon ein in die praktische Anwendung von SQL. Und dann lernen wir das einfach so ein bisschen zusammen, während wir es anwenden. Ich glaube, das ist interessanter, als das jetzt immer hier nur so in der Theorie zu sehen. Ein paar Begriffe brauchen wir noch und sobald wir die Begriffe geklärt haben, können wir uns dann die Praxis von SQL anschauen und dann ein bisschen aus dieser trockenen Vorlesung ausbrechen. Wenn wir eine Anfrage an eine Datenbank stellen, über SQL, über diese Standardized Query Language, dann nennen wir das eine Query. Also eine Anfrage an die Datenbank ist immer eine Query. Innerhalb dieser Anfrage kann es Anweisungen geben, die wir ausführen. Das ist dann ein Statement. Also das ist ein abgeschlossener
Befehl, ein abgeschlossener Teil von der Query, der ausgeführt wird, interpretiert wird und mit dem dann mit der Datenbank interagiert wird. Innerhalb des Statements gibt es sogenannte Clauses, das sind dann die einzelnen Begriffe bzw. die über den einzelnen SQL-Befehlen nächsthöhere Ebene eines zusammenhängenden Befehls tatsächlich. Also Sie werden gleich sehen, so eine Clause kann zum Beispiel sein, dass Sie die Selektion von bestimmten Tupeln durch einen bestimmten Attributswert tatsächlich einschränken. Wenn wir über Query Languages sprechen, dann meinen wir die Sprachen, die verwendet werden, um solche Statements oder Clauses zu formulieren. Wenn wir von SQL reden, dann meinen wir so eine standardisierte, ganz konkrete Abfragesprache, also eine ganz bestimmte Query Language, die Structured Query Language. Ich glaube, ich habe gerade Standard Writes gesagt, Entschuldigung, das ist natürlich nicht richtig. Structured heißt es, Structured Query Language, mit der wir auf relationale Datenbanken zugreifen können. Und wenn wir von sowas wie SQLite oder MySQL reden, dann meinen wir ein ganz bestimmtes Datenbankmanagement-System, das ein relationales Datenbankmodell umsetzt und das über diese standardisierte Structured Query Language den Zugriff auf die gespeicherten Daten erlaubt. Das so als ein paar Begriffe, die Sie sich vielleicht merken können und die wir jetzt praktisch anwenden werden. So ein SQL-Befehl ist aufgebaut aus verschiedenen Bestandteilen oder aus verschiedenen Abschnitten. In der Regel, wenn wir so ein Statement formulieren, dann überlegen wir uns zuerst, welche Operation wir ausführen wollen. Also wollen wir das auslesen? Wollen wir irgendwas aktualisieren? Wir bestimmen den Bereich der Datenbank, der oder auf den diese Operation angewendet werden soll. Also welche Relation, welche Spalten. Wir filtern vielleicht noch die Auswahl, in der wir bestimmte Tupel ausschließen anhand von Attributswerten und wir bestimmen, in was für einer Sortierung wir die Ergebnisse zurückbekommen wollen. Was wir immer von SQL als Ergebnis zurückbekommen, ist so eine Ergebnisliste, ein Result Set, was auch wieder in so einer tabellarischen Form dann die Tupel zurückgibt oder die Ergebnisse zurückgibt, die wir anhand von unserem Statement aus der Datenbank ausgelesen haben. Und für diese Ergebnisliste können wir in unserem Statement auch die Sortierung oder die Gruppierung definieren. Das Ganze läuft so ab, dass wir mit Hilfe von diesem SQL-Syntax die Anfrage formulieren. Dann stellen wir diese Anfrage an das Datenbankmanagementsystem. Wir warten darauf, dass das Datenbankmanagementsystem diese Anfrage verarbeitet hat. Das dauert bei weniger komplexen Anfragen fast überhaupt keine Zeit. Bei großen Datenbanken und komplexen Anfragen kann das auch mal dauern. Und am Ende kriegen wir dann das Ergebnis, dieses Result Set vom Datenbankmanagementsystem übergeben. Das ist immer der gleiche Rhythmus. Wir formulieren die Anfrage. Wir müssen herausfinden, wo ist diese Schnittstelle, dass wir das Datenbanksystem ansprechen können. Und dann verarbeitet das unsere Anfrage, gibt uns ein Ergebnis zurück. Jetzt können wir uns mal diese wesentlichen SQL-Befehle anschauen, die wir verwenden können, also diese unterschiedlichen Statements. Und ich zeige Ihnen die jetzt erst einmal so halb theoretisch, halb praktisch. Das heißt, ich habe für jedes Schlüsselwort, für jeden Befehl, der jetzt erstmal wichtig ist, ein Beispiel vorbereitet, wo Sie sehen, wie Sie anhand von einer bestimmten SQL-Query aus einer vorgegebenen Relation ein bestimmtes Result-Set erzeugen bzw. generieren. Und dann können wir uns aufbauend darauf das Ganze auch nochmal mit einem richtigen Beispiel anschauen. Aber jetzt erstmal so Mittelding zwischen Theorie und Praxis. Wir schauen uns zuerst den Select-Befehl an. Erinnern Sie sich zurück ein paar Folien. Das ist der Befehl, mit dem Sie eine bestimmte Menge von Informationen aus einer Relation auslesen. Wenn ich zum Beispiel sowas eingebe, select A1, A2 from table, heißt das, dass ich die
Werte der Attribute A1 und A2 für jedes der Tupel aus der Relation Table zurückbekommen möchte. Und das Ergebnis ist dann das. Also da ist das Result Set äquivalent zu der ursprünglichen Relation. Es muss nicht immer so sein, weil wir ja vielleicht nur Teilbereiche oder sowas auslesen. In dem Fall ist das aber so. Also wir selektieren beide Attribute aus dieser Tabelle, kriegen die entsprechenden Werte zurück im Result Set. Wenn wir sowas machen wollen, also wenn wir tatsächlich die komplette Relation als Result Set zurück erhalten wollen, dann können wir auch so eine Kurzschreibweise verwenden mit diesem Stern. Der Stern steht immer für alle Attribute, die in einem Schema definiert sind und sorgt dann jetzt in diesem Fall für die gleiche Ausgabe. Also Select Stern from Table ist äquivalent in diesem Fall zu Select A1, A2 from Table, weil wir einfach alle Attribute in das Result Set übernehmen. Diese Anfrage an ein Datenbankmanagementsystem stellen, in dem so eine Relation vorhanden ist, kriegen wir dieses Result Set zurück. Wir können, und das ist in der Regel der Fall, die Tupel, die wir für die Auswahl berücksichtigen möchten, einschränken, indem wir sagen, dass uns nur solche Sachen interessieren, nur solche Zeilen interessieren, die einen bestimmten Attributswert haben. Und das machen wir, indem wir an diese Select-Anweisung eine Filter-Anweisung heranhängen, in diesem Fall mit dem Schlüsselwort where, wo wir sagen, wir wollen nur die Inhalte aus der Relation auslesen, die ein bestimmtes Kriterium erfüllen. Das kann zum Beispiel so ausschauen. Wir selektieren alle Tupel mit allen Attributen aus der Tabelle Table, bei denen für den Wert oder für das Attribut A1, also für diese erste Spalte, der Wert 1 eingetragen ist. Dann kriegen wir jetzt nicht mehr das ganze Result Set zurück, sondern nur die Ergebnisse, die auch hinsichtlich dieser Where-Clause tatsächlich dann den gegebenen Attributswert aufweisen können. Wir können am Ende von so einer von so einem Statement über die Order-Clause auch dieses Result Set neu sortieren. Das ändert dann nicht die Relation, sondern was es ändert, ist die Art und Weise, wie dieses Ergebnis in dem Result Set dargestellt wird. Das ist auch relativ einfach. Wir selektieren wieder alles aus dieser Tabelle. Dann kommt dieses Order by Clause oder dieses Schlüsselwort und wir sagen, dass wir das Result Set anhand von dem Attribut A1 sortieren wollen. Also normalerweise, wenn das Order by nicht drin wäre, wäre das Result Set äquivalent zu der Relation. Jetzt in diesem Fall sortieren wir das Ganze anhand von dem Attributswert A1 und da 0 vor 1 kommt, dreht sich jetzt an dieser Stelle die Reihenfolge von diesen beiden Zeilen um. Die zweite Zeile wird zuerst tatsächlich ausgegeben, weil wir anhand von diesem Attribut A1 die Ausgabe neu ordnen. Standardmäßig ist das aufsteigend sortiert. Also wenn Sie das nicht weiter spezifizieren, dann versucht das Datenbank-Management-System, diese Spaltenwerte oder diese Attributwerte in eine aufsteigende Reihenfolge zu bringen, was bei Zahlen nicht so schwierig ist. Wenn Sie das in die umgekehrte Reihenfolge bringen wollen, dann hängen Sie ganz am Ende noch dieses DISC hin, also für Descending, was dann eben das entsprechende Gegenstück dazu ist. Dann werden die absteigend in dem Ergebnisset sortiert. Wir können auch Attributsnamen oder Spaltennamen für die Ausgabe oder spätere Referenzierung in dem weiteren Statement umbenennen. Nochmal, das ist keine Umbenennung in der Datenbank, sondern das ist eine Umbenennung in dem Result Set. Wie schaut sowas aus? Wir sagen, wir wollen das Attribut A1 als ID-Spalte haben und zusätzlich noch das Attribut A2 von oder aus der Relation Table. Und in dem Result Set heißen dann die Werte für diese erste Spalte A1 nicht mehr A1, sondern dafür wird dieser neue Name eingefügt, den wir in dem Statement formuliert haben. Also
Wir selektieren ein bestimmtes Attribut oder die Werte dieses Attributs der Tupel und benennen diese Spalte für das Result-Set um. Wir können auch die Menge der Ausgaben limitieren. Das heißt, wenn unser Result-Set generiert wird, können wir ganz am Ende von der Clause über den Limit-Befehl sagen, dass uns tatsächlich nur bis zu einem bestimmten Grenzwert oder Cutoff diese Ergebnisse tatsächlich interessieren. Also wenn zum Beispiel die drei Personen aus einer Tabelle rauslesen wollen mit irgendwie den meisten Überstunden in ihrer Personalverwaltungssoftware, dann selektieren sie anhand bestimmter Kriterien alle Personen, vielleicht aufsteigend nach den Überstunden, und über den Limit-Befehl fügen sie dann eben noch diese Grenze ein, dass nur die drei mit den meisten Überstunden angezeigt werden. Abstrakter formuliert, select all from table, limit one. Wir selektieren wieder die komplette Tabelle in unser Result-Set, sagen aber, uns interessiert nur eine Zeile, und dann kriegen wir auch nur eine Zeile tatsächlich zurück. SQL unterstützt uns auch mit so rudimentären Rechenoperationen. Klammer auf, so rudimentär sind die gar nicht. SQL, wenn Sie sich damit ein bisschen beschäftigen, ist eine super mächtige Programmiersprache. Also Sie können eigentlich alles, was Sie irgendwie algorithmisch durchführen möchten, auch mit SQL durchführen. Wir merken uns jetzt erstmal, dass wir innerhalb dieses Statements einfache mathematische Operationen durchführen können. Und das funktioniert, indem Sie tatsächlich einfach die mathematischen Operationen bzw. Operatoren verwenden. Was passiert hier? Wir sagen select A1 und A2 und A1 plus A2 as sum. Also wir führen eine dritte neue Spalte in unser Result-Set ein, die vorher nicht in dieser Relation drin war. Und da soll für jede Zeile das Ergebnis aus den ersten beiden Zellen addiert ausgegeben werden. Also mathematische Operation mit diesem Pluszeichen. Wir addieren die Inhalte zweier Zellen und in unserem Result-Set wird es als neue Spalte Sum ausgegeben. Und dann kriegen Sie so ein Ergebnis zurück. A1 und A2 werden ausgegeben, ganz klassisch. Danach dann diese Summenspalte mit dem Ergebnis. Also mit SQL können Sie auch rechnen. Sie können sich, wenn Sie das dann brauchen in Ihren Anwendungen, die Ergebnisse oder die Datenbankanfragen auch schon in so einer aufbereiteten Form tatsächlich ausgeben lassen, falls Sie jetzt zum Beispiel nur an dieser Summe interessiert sind. SQL ist sehr optimiert in diese Richtung, das heißt, da können Sie sich dann tatsächlich Zeit in der Client-Anwendung zum Beispiel sparen. Ich würde das jetzt gerne mit Ihnen ausprobieren, anhand von einem Beispiel, damit es hier nicht so folienmäßig nur abläuft. Und ich habe dafür einiges für Sie vorbereitet. Für die Leute zumindest, die Zugriff auf unseren Grips-Kurs haben. Sorry an die Leute, die irgendwie auf Twitch so mitschauen, aber Sie können da zumindest zuschauen. Ich habe diese Tabelle hier als SQLite-Datenbank vorbereitet und habe Ihnen in Grips auch ein Tool verlinkt, mit dem Sie auf Ihrem Rechner auf diese SQLite-Datenbank zugreifen können und selber SQL-Anfragen starten können. Worum geht es inhaltlich? Das ist der Kader der Frauenauswahl des Deutschen Fußballbunds, also Frauennationalmannschaft, alle Spielerinnen, die Rückennummern, wie viele Einsätze die gehabt haben, wie viele Tore die geschossen haben, wann die debütiert haben, auf welcher Position die spielen und bei welchem Verein die aktiv sind. Und wir werden jetzt über SQL bestimmte Informationen aus diesen Daten rausrechnen. Also das sind jetzt erstmal nur irgendwelche nicht zusammenhangslosen, aber es ist ein großer Konvolut an irgendwie Informationen oder an Daten. Und wir werden jetzt über SQL bestimmte konkrete Informationsprobleme lösen. Also ich frage mich dann zum Beispiel, welche Spielerin hat denn die meisten Tore geschossen? Oder welche Spielerinnen haben irgendwie die höchste Torquote, also
das Verhältnis zwischen Einsätzen und Toren. Welche Spielerinnen sind denn irgendwie auf der Abwehrposition und das vielleicht erst seit irgendwie maximal einem Jahr oder so? Also solche Informationsbedürfnisse können Sie mit SQL formulieren und stillen, und das probieren wir jetzt tatsächlich aus. Wie wird das funktionieren? Diese SQLite-Datenbank können Sie sich runterladen aus dem Griffskurs. Vielleicht haben Sie das jetzt schon gemacht. Das habe ich ja schon angekündigt, dass wir das vorhaben. Vielleicht haben Sie auch diesen Browser sich schon installiert, diesen SQLite-DB-Browser. Und wenn Sie das beides haben, dann können wir jetzt gleich anfangen. Warum machen wir das mit genau diesem technischen Setup? Zwei Gründe. Es ist völlig egal, mit was wir das machen. SQL ist in Anführungsstrichen SQL, das heißt, egal ob Sie jetzt SQLite, MySQL, Postgres oder sowas verwenden, der Kern, die wichtigsten Befehle sind überall gleich. Es gibt immer irgendwie Besonderheiten, je nachdem, was Sie für ein ganz konkretes Datenbankmanagementsystem verwenden, aber der Kern ist der gleiche. Ein Select-Befehl funktioniert überall, wo Sie SQL einsetzen können, gleich. Das ist vielleicht nicht hundertprozentig richtig, aber für unsere Fälle stimmt das schon. Das heißt, es ist jetzt völlig egal, wo wir das ausprobieren. Sie lernen auf jeden Fall die Grundlagen und können das dann übertragen auf andere Systeme. Zweiter Vorteil: SQLite ist ein Datenbanksystem, was dateibasiert arbeitet. Das heißt, es gibt eine Datenbankdatei und da steht alles drin, was wir brauchen. Das heißt, wir brauchen keinen Datenbankserver, wir brauchen keine Berechtigung, wir brauchen nur diese Datenbankdatei und eine Software, die als Datenbankmanagementsystem uns den Zugriff darauf erlaubt. Und das heißt, das ist alles, was Sie machen müssen, um mitzumachen. Tatsächlich ist diese Datenbankdatei runterladen, diesen Browser auf Ihrem Rechner starten, die Datenbankdatei öffnen und Sie können sofort anfangen, SQL-Befehle einzugeben. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich bereite das hier mal auf meinem Rechner vor. Dann können wir vielleicht noch so 20 Minuten ein bisschen mit SQL rumspielen und dann auch noch einen Blick, wenn Sie möchten, auf den Code aus der letzten Woche werfen. Okay, das ist der richtige Knopf. Und Sie sehen jetzt hoffentlich den DB-Browser for SQLite bei mir auf dem Rechner. Also das ist diese Software, von der ich gesprochen habe. Und jetzt öffne ich die Datenbank. Ich habe mir die auf den Desktop gelegt. Das ist diese SQLite-Datei, die Sie auch im Gripskurs finden. Die lade ich jetzt einfach mal. Das interessiert mich nicht, was da stand. Und ich kann jetzt direkt anfangen, SQL-Befehle einzugeben. Und die werden auf dieser Datenbank ausgeführt. Und mir wird hier das Ergebnis angezeigt. Wir fangen jetzt mal ganz einfach an. Ich würde mir gerne aus dieser Tabelle, und ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wie die Tabelle aufgebaut ist. Also das hier ist die Tabelle, das ist hier eine Excel-Tabelle, aber das Schema für die SQLite-Datenbank ist tatsächlich genau das gleiche. Die heißt Team, diese Relation, und die Spalten haben genau die gleichen Namen, wie Sie hier oben in tatsächlich den Spalten der Tabelle sehen. Also Nummer, Name, Einsätze, Tore, Debüt, Position, Vereine. Die Relation selber heißt Team. Ich möchte jetzt alle Daten aus dieser Tabelle auslesen. Also ich möchte mir ein Result-Set generieren, in der alle Zeilen mit allen Attributen aus dieser Datenbank tatsächlich angezeigt werden. Ich gebe Ihnen mal ein paar Sekunden, dass Sie sich selber überlegen, wie das sein könnte, dieser Befehl. Sie können ja auch schnell in den Chat reinschreiben, wenn Sie Lust haben, was Ihrer Meinung nach der Befehl jetzt wäre, den ich eintippen muss, um die komplette Relation auszugeben als Result Set. Ich fange einfach mal an. Vielleicht sehen Sie sich dann gleich bestätigt. Ich verwende den Select-Befehl. Das Tolle übrigens an diesem SQLite-Browser ist auch, dass wir so Autocompletion haben. Das heißt, Sie können eigentlich relativ wenig Fehler machen. Sie können sich wenig verschreiben oder so. Das wird hier alles angezeigt. Sagen Sie mir mal ganz kurz, ich schreibe mal ganz kurz den Befehl zu Ende. Ich selektiere alles,
aus der Relation Team. Können Sie mir mal ganz kurz bestätigen, ob Sie das hier lesen können, oder soll ich versuchen, das ein bisschen größer zu machen? Passt, perfekt. Ich führe jetzt diesen Befehl mal aus. Ein bisschen größer wäre gut. Besser? Besser wahrscheinlich. Ich führe diesen Befehl jetzt mal aus. Und das mache ich einfach hier mit diesem Pfeil. Also dann wird der SQL-Befehl, der hier eingegeben ist, ausgeführt. Und hier unten sehen wir das Result-Set, was generiert worden ist. Pro-Tipp schon mal, Steuerung und R macht das Gleiche. Sparen Sie sich den Klick hier drauf. Und jetzt haben wir hier unser Result-Set. Das ist mehr oder weniger die Relation Team einfach nochmal direkt ausgegeben, so wie die Daten in der Datenbank tatsächlich drinstehen. Ich würde jetzt gerne mir nur noch die Nummer und den Namen der Spielerinnen ausgeben. Also der Rest interessiert mich nicht. Ich möchte jetzt einfach nur eine Liste haben von allen Spielerinnen mit Nummer und mit Namen. Überlegen Sie sich mal kurz, was da irgendwie der Befehl wäre, und dann tippe ich es auch ein und wir schauen, ob wir recht gehabt haben. Überlegen Sie kurz. Wir wollen jetzt nur noch Nummer und nur noch Name haben. Wie könnte der Befehl formuliert sein? Ich helfe Ihnen wieder ein bisschen. Also wenn Sie wollen, können Sie jederzeit einfach in den Chat reinschreiben, wenn Sie selber eine Lösung haben. Ich nehme mir nur die Nummer und ich nehme mir nur den Namen aus der Relation Team und führe das Ganze aus. Und dann ändert sich mein Result Set, weil ich jetzt eben auf bestimmte Attribute verzichte und nur noch diese beiden Elemente habe. Ein kleiner Hinweis zu dem Syntax, den ich hier verwende. Das funktioniert auch, wenn ich das klein schreibe. Das ist einfach nur so eine Code-Konvention. Glaube ich, dass das immer noch so ist. Ich muss zugeben, dass ich das nicht mehr recherchiert habe und jetzt schon länger kein SQL mehr geschrieben habe. Aber ich meine mich zu erinnern, dass man diese Schlüsselwörter immer groß schreibt, dass man normalerweise Attribute auch eher klein schreibt und dass man damit dann so ein bisschen diese festen Schlüsselwörter von den dynamischen Teilen wie Relationennamen oder Attributennamen unterscheiden kann. Okay, mir reicht diese Liste nicht. Ich hätte gerne die Liste sortiert nach Rückennummern. Also ich würde gerne die Spieler und die Spielerinnen jetzt in diesem Fall ja tatsächlich nur ausgeben und würde gerne dieses Result-Set sortieren und zwar anhand von den Rückennummern, die wir hier in dieser Spalte Nummer tatsächlich haben. Also ich ergänze diesen Ausdruck, mit dem wir jetzt eigentlich schon das richtige Result-Set haben, um einen zusätzlichen Befehl, mit dem ich die Ausgabe sortiere. Und das ist in dem Fall order by. Und dann sage ich, nach welchem Attribut sortiert werden soll. Und das ist in unserem Fall dieses Nummer-Attribut. Dann ändert sich die Ausgabe. Wir haben den gleichen Inhalt, aber sortiert nach der jeweiligen Nummer. Wir können jetzt noch die Position dazu schreiben. Und dann sehen Sie, ich muss jetzt nicht in Fußball irgendwie abdriften, aber wenn Sie das Ganze mit einer modernen Männermannschaft machen würden, dann würden Sie sehen, dass das nicht mehr so ganz zwischen Positionen und Rückennummer übereinstimmt. Das ist irgendwie so ein Trend, den muss man nicht verstehen, warum die Leute nicht mehr die richtigen Nummern haben. Egal, wir machen weiter. Ich würde jetzt gerne alle Abwehrspielerinnen in meinem Result-Set haben. Also ich interessiere mich jetzt nur noch für Spielerinnen, die auf einer bestimmten Position stehen. Wir können ja schon mal anfangen. Ich möchte alle Informationen aus der Relation haben, und zwar aus der Team-Relation. Und jetzt schränke ich aber das Ganze auf die Tupel ein, die in diesem Positionsattribut einen bestimmten Wert haben. Ich sage,
Ich möchte nur die Elemente haben, bei denen where die Position den Wert Abwehr beinhaltet. Also ich schränke mein Datenset entsprechend ein und dann sehen Sie wieder ein neues Result-Set. Wir haben alle Attribute aus dieser Team-Relation und wir haben aber diese Attribute nur für die Tupel, für die Spielerinnen, die tatsächlich auf der Abwehrposition sind. Und jetzt haben wir aus dem Kader die Spielerinnen ausgewählt, die irgendwie in der Abwehr spielen könnten. Wir können uns also irgendwie unser Fußballmanagement-Tool zusammenbauen. Mich würde interessieren, aus statistischen Gründen, welche Spielerin oder wie viele Spielerinnen es gibt, die als Vornamen Lena haben. Also ich kann Ihnen schon mal verraten, das ist der häufigste Vorname bei den Spielerinnen in der DFB-Auswahl. Und das würde ich aber jetzt gerne über SQL bestätigt haben. Und ich verändere jetzt meine Where-Clause, in der ich nicht mehr nach einer bestimmten Position frage, sondern ich sage, ich möchte herausfinden, welche Spielerin bei dem Attribut Namen den Wert Lena haben. Könnte man sich vorstellen, das gebe ich so ein. Das Problem ist aber, der Name hier, der ist in dem Format Name, Vorname eingegeben. Das ist eine Zelle. Das ist ein einzelner Wert innerhalb dieser Tabelle, innerhalb dieser Zeile. Wenn ich das jetzt über diesen Mechanismus mache, dann kriege ich nichts zurück, weil es gibt keinen Tupel in meiner Datenbank, in der für das Attribut Name genau der Wert Lena steht. Was ich aber machen kann, ist, ich kann in SQL über den Like-Befehl sagen, dass ich alle Elemente haben möchte, in denen jetzt in diesem Fall ein Text drin ist und die mit dem String Lena beginnen. Also ich möchte alle Attribute haben, bei denen alle Tupel haben, bei denen das Attribut Name nicht 1:1 diesem hier entspricht, sondern mit diesem String hier beginnt. Wenn ich das dann mache, dann kriegen wir drei Ergebnisse zurück und wie gesagt, ich habe es Ihnen schon verraten, das ist der häufigste Name unter den Spielerinnen. Okay, jetzt war das alles irgendwie Vorgeplänkle, das kann man vielleicht für nichts Sinnvolles verwenden, diese Anfragen. Jetzt überlegen wir uns mal, was vielleicht tatsächlich sinnvolle Anfragen wären, also was wäre jetzt irgendwie ein sinnvolles Informationsbedürfnis. Mich würde interessieren, wie so das Erfahrungs- oder Alterverhältnis von den Spielerinnen ist. Also gibt es irgendwie sehr viele Spieler oder Spielerinnen, die vielleicht schon sehr lange im Team sind? Ist das irgendwie vielleicht eine junge Mannschaft, die erst in den letzten 2 Jahren oder so konzipiert oder aufgebaut worden ist? Und auch das kann ich mit SQL beantworten. Ich kann mir alle Spielerinnen aus dem Team ausgeben lassen und ich kann über die Where-Clause auch mathematische Operationen oder Vergleiche durchführen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich würde gerne alle Spielerinnen haben, bei denen das Attribut Debüt kleiner gleich 2013 ist. Also ich möchte nur die Spielerinnen sehen, die schon seit mindestens 2013 in der Nationalmannschaft spielen. Und weil das bei solchen Abfragen vielleicht Sinn macht, mache ich das Ganze dann noch oder sortiere ich das Ganze dann noch anhand von dem Attribut Debüt. Und dann sehen Sie hier, es gibt irgendwie 5 Spielerinnen, die schon so lange dabei sind und irgendwie Alexandra Popp ist irgendwie seit 2010 dabei. Ist auch Torschützenkönigin von der Nationalmannschaft. Wir können jetzt über diese Anfrage das beliebig irgendwie erweitern und können uns dann tatsächlich immer anschauen oder tatsächlich nach bestimmten Jahren vielleicht irgendwie sortieren, wie viele Spielerinnen jetzt tatsächlich irgendwie schon seit wie viel Zeit in der Mannschaft drin sind. Also ein ganz konkretes Informationsbedürfnis mit SQL tatsächlich gestillt. Wenn ich so ein Spiel moderieren würde, dann muss ich mir irgendwie was einfallen lassen, was ich so in den Pausen erzähle oder die ganze Zeit als Moderator. Und ich würde vielleicht gerne irgendwie so ein paar Fußballstatistiken mir aus den Fingern saugen und wüsste gerne, welche Spielerinnen
die meisten Tore geschossen haben. Also wer ist irgendwie so der Topscorer in der Nationalmannschaft? Das heißt, ich sortiere wieder oder wähle wieder alle Spielerinnen aus. Ich mache das Ganze aus der Relation Team. Ich sortiere mir die Spieler und die Spielerinnen anhand von einem bestimmten Kriterium. Das ist dieser Order-by-Befehl. Und zwar mache ich das anhand von dem Attribut Tore. Dann habe ich eine aufsteigende Liste der Spielerinnen anhand der geschossenen Tore. Wenn ich das jetzt ausgebe, dann sehen Sie hier, Ann-Kathrin Berger hat noch kein Tor geschossen und das geht irgendwie so weiter bis dann zu Alexandra Popp, die 53 Tore geschossen hat. Das ist aber die falsche Reihenfolge. Also ich möchte es eigentlich in der anderen Reihenfolge haben, weil mir das dann tatsächlich am Anfang irgendwie direkt die Topscorerin ausgibt. Deshalb ergänze ich noch das Descending und habe dann das gleiche Ergebnis, das gleiche Result Set, nur in dieser umgekehrten Reihenfolge. Am Anfang ist jetzt tatsächlich die Spielerin mit den meisten Toren. Und wenn ich jetzt noch sagen möchte, weil das irgendwie plakativ für die Statistik am besten ist, ich hätte gerne die Namen von den drei Spielerinnen mit den meisten Toren, dann limitiere ich die Ausgabe auch noch auf genau drei Treffer. Und dann habe ich hier die Top 3 Nationalspielerinnen mit den meisten Toren. Popp, Marozsanyan und Magul. Was können wir noch machen? Wir interessieren uns vielleicht nicht nur für die geschossenen Tore, also wie die absolute Anzahl, sondern was ja wesentlich interessanter ist, ist also die Torquote. Also wenn man irgendwie seit 10 Jahren dabei ist, dann wird man schon ein paar Tore geschossen haben. Und wenn man das jetzt irgendwie vergleicht mit Leuten, die erst seit ein paar Jahren dabei ist, dann ist das vielleicht verfälschend. Also ich möchte nicht die absolute Anzahl der Tore für diese Statistik haben, sondern ich möchte gerne die Torquote haben. Also ich möchte eine Information haben. Torquote ist ist das Verhältnis von Einsätzen zu Toren, also wie viele Tore ich pro Spiel tatsächlich geschossen habe. Und diese Information ist in der Datenbank nicht drin. Also, gehen wir mal ganz kurz unsere gesamte Relation raus. Da steht keine Quote drin. Wir können mit SQL aber diese fehlende Information generieren. Probieren wir das mal aus. Ich selektiere mir aus meiner Tabelle den Namen, die Einsätze, die Tore und das Ergebnis einer mathematischen Operation, nämlich Tore geteilt durch Einsätze, vergebe für jetzt nur diese eine neue Spalte einen neuen Namen, Quote, und mache das Ganze aus dem Team, aus der Teamrelation. Und dann, irgendwo einen Fehler gemacht. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich als Fehler gemacht habe. Ah, ich muss ganz kurz überlegen, ob ich das schnell beheben kann. Nein, ich kann es nicht beheben. Das ist schade. Das ist sehr, sehr schade, dass ich das nicht schnell beheben kann. Ich glaube, es liegt an den Datentypen, die ich in der Tabelle oder in der Datenbank vergeben habe. Das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu lange dauern, das tatsächlich auszurechnen. Schade, schade, schade. Normalerweise funktionieren solche. Meinen Sie, sollen wir es mal ausprobieren? Leider nicht. Gönnen wir uns mal ganz kurz die Zeit, da reinzuschauen. Ah, doch, das ist eigentlich. Torquote gibt es heute nicht. Ich zeige Ihnen noch mal schnell was anderes. Mal schauen, ob das funktioniert. Das müsste nämlich eigentlich funktionieren. Ich würde gerne am Ende noch die Menge der Tore tatsächlich ausrechnen, die die Mannschaft insgesamt geschossen hat. Mal schauen, ob das funktioniert. Und dafür
benutze ich eine Funktion, die in SQL eingebaut ist. Das ist die Summenformel, sum, mit der selektiere ich die Summe aller Attributswerte für das Attribut Tore, vergebe auch dafür einen tatsächlichen Namen und wende diese Anfrage auch auf die Relation Team an. Das hat jetzt funktioniert. Ich muss mir echt noch Gedanken machen, warum das andere nicht funktioniert hat. Egal. Und ist ein Beispiel dafür, wie Sie jetzt auch tatsächlich mit so eingebauten SQL-Befehlen und Funktionen komplexere Sachen berechnen können. Also was passiert hier? Wir summieren die Werte, die in der Spalte Tore stehen, auf tatsächlich in dem Result-Set und geben nur das als neue Spalte Tore zurück. Das heißt, Ihr Result-Set, was Sie zurückbekommen, kann vollständig anders ausschauen als die Relation, aus der Sie die Sachen auswählen. Das heißt, wir müssen da nicht irgendwie die gleiche Struktur oder sowas erwarten. Und können ja nochmal eine weitere Einschränkung machen. Wer Position ist gleich Abwehr, dann sehen wir, wie viele Tore die Spieler und die Spielerinnen auf der Position Abwehr tatsächlich geschossen haben über den gesamten Verlauf der Zeit. Das sollte jetzt nochmal so ein kleines Beispiel dazu sein, wie Sie mit SQL auf den Datensatz zugreifen können. Sie müssen sich das jetzt nicht alles auswendig merken. Ich habe Ihnen diese ganzen Befehle auch nochmal in einer dokumentierten Fassung in die Folien reingeschrieben. Und was Sie sich aber vielleicht irgendwie merken sollten, ist, dass Sie tatsächlich so Informationsbedürfnisse mit SQL stillen können. Ich habe versucht, das jetzt immer so ein bisschen sehr ausführlich zu beschreiben, damit Ihnen klar wird, das ist nicht einfach nur irgendwie so ein Satz an Befehlen, der irgendwie ausgeführt wird, sondern dahinter steckt irgendwie eine konkrete Anfrage. Ich möchte irgendetwas wissen und ich kann dieses Informationsbedürfnis durch SQL formulieren und mit Hilfe von einem Datenbanksystem beantworten. Und das wird dann auch der Fall sein, wenn Sie das Ganze in Ihren eigenen Anwendungen verwenden. Sie haben irgendwie ein konkretes Problem. Sie haben einen Datensatz, eine Menge an Daten innerhalb der Datenbank, ein konkretes Bedürfnis Ihrer Nutzer und Nutzerinnen und Sie müssen dann zur Beantwortung dieses Problems die entsprechenden Daten aus der Datenbank rauslesen, diesen Anfrage formulieren und dann das Ergebnisset verarbeiten. Okay, wir können jetzt gerne werfen. Dazu Stelle, Augenblick. Geben Sie mir eine Minute, also um das für alle jetzt irgendwie abzuschließen. Wir machen jetzt mit diesem Thema Datenbanken hier an dieser Stelle erstmal Schluss. Wir machen nächste Woche weiter und weil Sie zumindest die DH-Studierenden vielleicht noch irgendwie gerne ein bisschen was zu der letzten Übungsaufgabe, die wir in der letzten Woche gemacht haben, wissen würden, würde ich da jetzt mit Ihnen nochmal den Code anschauen. Also für die Leute, die sich nur für die Datenbank interessiert haben, danke fürs Zuschauen. Gerne nächste Woche wieder. Und wer noch da bleiben möchte, kann sich jetzt zusammen mit mir anschauen, was wir da in der letzten Woche gemacht haben. Ich muss es ganz kurz vorbereiten. Also ich muss jetzt irgendwie eine Minute oder so vielleicht ein bisschen den leeren Raum, zumindest den akustischen leeren Raum füllen. Und das schaffe ich auch, indem ich ganz schnell zu der entsprechenden Demo wechsle. Die habe ich jetzt auch gefunden und kann die öffnen und mache das Ganze dann auch das noch in dem richtigen Editor. Augenblick, wir sind gleich soweit. Es kann sich nur noch um Stunden handeln.
können ja vielleicht noch mal ganz kurz in den Chat reinschreiben, während ich das suche, was Sie jetzt irgendwie so genau interessieren würde an dem Code oder an dieser Lösung. Okay. Also ich glaube, es geht so ein bisschen um den allgemeinen Überblick über darüber, wie der Code aufgebaut ist und was da eigentlich passiert, oder? Habe ich das irgendwie richtig verstanden? Ja, wenn Sie jetzt eh noch, auch wenn auch die anderen Leute aus dem Tisch kurz da bleiben, kann ich ja nochmal ganz kurz sagen, was wir da gemacht haben. Wir haben uns damit beschäftigt, wie wir mit JavaScript externe Bibliotheken einbinden können und wie wir unsere eigenen Anwendungen modularisieren können. Wir haben das an einem Beispiel gemacht von einer Studierendenstatistik der Universität Regensburg, die man über eine Ajax-Anfrage in die eigene Anwendung laden sollte und dann mit Hilfe von einer Bibliothek Chart.js rendern sollte. Und neben diesen technischen Themen ging es vor allem darum, wie man die Anwendung tatsächlich strukturieren kann. Ich würde vorschlagen, ich zeige Ihnen einfach mal, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, was wir als Ergebnis haben wollten. Und dann können wir gerne irgendwie versuchen, das Ganze im Code mal durchzugehen. Das hier ist die in Anführungsstrichen fertige Anwendung. Also so viel Anwendung ist da gar nicht. Wir haben hier diesen Graphen, dieses Barchart-Diagramm, was mit Chart.js gerendert wird, wenn die Seite neu geladen wird. Der Hintergrund für diese Daten ist diese Datei, eine JSON-formatierte Datei mit den jeweiligen absoluten Zahlen an Studierenden für die letzten 20 Jahre an der Uni Regensburg. Und unsere Aufgabe war es, diese Daten zu beziehen und dann über die Chart.js-Bibliothek, das ist so eine kleine JavaScript-Bibliothek zum Rendern von strukturierten Informationen hier an dieser Stelle abzubilden. Das ist irgendwie so der Umfang von dieser Aufgabe. Und wahrscheinlich macht es am meisten Sinn, aber korrigieren Sie mich, gerade irgendwie jetzt die DH-Studierenden, wenn wir es einfach vielleicht von Anfang an einmal durchgehen. Also würde Ihnen das irgendwie so helfen, wenn ich Ihnen kurz mal den Initialisierungsprozess von der Anwendung zeige, wo das Ganze anfängt und wie ich das dann auf diese Module aufgeteilt habe. Okay, dann fangen wir mal an. Das ist die HTML-Datei, die war ja vorgegeben. Ganz kurz, wenn wir schon da sind, hier in diesem Container, in diesem Canvas vor allem, wird später dieses Diagramm gerendert. Also diese Chart.js JavaScript Library, die braucht ein Canvas-Element und rendert dann die Informationen, die wir darstellen wollen, selbstständig in diesem Canvas-Element. Dafür ist das hier an dieser Stelle schon eingebaut. Wir binden die Bibliothek, diese Chart.js-Bibliothek an dieser Stelle ein. Also das ist eine URL, die auf die JavaScript-Bibliothek verweist und dann wird das in unseren Code eingebunden und wir binden auch unseren eigenen Code ein, unseren modularisiert aufgebauten JavaScript-Code. Das ist eine Datei, dieses App.js. Das heißt, wenn unsere HTML-Datei vollständig geladen worden ist, deshalb dieses Defear-Attribut, dann wird als letztes diese Datei hier geladen und da beginnt die Initialisierung von unserer Anwendung. Das heißt, der Einstiegspunkt in JavaScript ist diese Datei hier. Und ganz konkret, das sind die ersten beiden Befehle, die ausgeführt werden. Das sind diese Import-Statements, die können wir uns gleich in Ruhe anschauen. Wir haben eine Initialisierungsfunktion, die wird ganz am Ende von der Funktion aufgerufen. Also die Abfolge von der Initialisierung ist, diese beiden Komponenten werden importiert, dann werden diese Funktionen erstellt. Das ist vielleicht auch eine wichtige Information, dass die nicht sofort ausgeführt werden, sondern die werden erstmal nur angelegt. Und mit diesem letzten Aufruf, init, landen wir in dieser Funktion und initialisieren unsere komplette Anwendung. Was passiert da? Wir
initialisieren zuerst diesen Chart View. Das ist der Teilbereich, der für die Darstellung auf dem Canvas zuständig ist. Also da wird mit Hilfe von dieser Chart.js-Bibliothek das eigentliche Diagramm erstellt. Und wenn wir das vorbereitet haben, dann holen wir uns die Daten und werden diese Daten dann am Ende in dem Chart rendern. Ich habe diese beiden Funktionen, also alles, was mit diesem Chart-View zu tun hat und diese Funktion, die wir brauchen, um diese JSON-Datei vom Server zu holen, an einer anderen Stelle implementiert. Also ich habe ganz bewusst meine komplette Anwendung auf drei Komponenten aufgeteilt. Einmal diese zentrale App.js-Datei als Einstiegspunkt und als der Ort, wo die Verarbeitung von den Daten angestoßen wird. Dann habe ich diese Datei hier implementiert, StatsHelper. Da implementiere ich nur den Zugriff auf die Daten, die irgendwo auf dem Server liegen. Und ich habe die Chart Vue.js-Datei implementiert, die alle Funktionen bündelt, die was mit dem Anzeigen von diesen Daten auf dem Canvas zu tun haben. Also erstmal so eine ganz grobe Aufteilung in die verschiedenen Abschnitte oder Zuständigkeitsbereiche und dann das Abbilden von diesen Komponenten in separate Dateien. Wir können uns mal diese Stats-Helper anschauen, weil die ist eigentlich, da kann man das glaube ich ganz gut sehen, wie das dann ineinander übergeht, weil nachdem wir das aufgeteilt haben auf unterschiedliche Bereiche, müssen wir das ja wieder zusammenbringen. Also es ist gut, dass wir unsere Anwendungen strukturieren, sollten sie auch machen, aber die stehen normalerweise nicht für sich, diese Komponenten, sondern die müssen irgendwie zusammenarbeiten. Was müssen wir machen, wenn wir diese JSON-Datei, das hier ist die URL zu dieser JSON-Datei mit den Studierendenstatistiken, wenn wir die in unsere Anwendung bekommen wollen? Wir müssen eine AJAX-Anfrage stellen. Wir müssen aus unserem JavaScript raus sagen, wir hätten gerne den Inhalt dieser Datei, müssen den aufbereiten, dass aus dem JSON ein tatsächliches JavaScript-Objekt wird und das dann, also dieses Objekt, dieses Array an zusätzlichen Informationen, an Statistiken mit Jahr und Studierendenanzahl in den Rest unserer Anwendung zurückgeben. Ich habe jetzt damit angefangen, dass ich hier in dieser Funktion erstmal den Download dieser JSON-Datei angestoßen habe. Das habe ich nicht selber irgendwie implementiert, sondern ich habe diese Fetch-Methode benutzt. Das ist eine im Browser bereitgestellte Funktion, mit der Sie so eine AJAX-Anfrage oder eine HTTP-Anfrage über AJAX, eigentlich eine AJAX-Anfrage über HTTP, tatsächlich ausführen können. Das ist eine Methode, die funktioniert vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen komplexer und komplizierter, ist aber eigentlich ganz einfach zu verwenden. Sie sagen, welche URL Sie zu aufrufen wollen. Also wir holen uns diese URL. Was wir dann zurückbekommen als Rückgabe, ist ein sogenanntes Promise. Ein Promise ist eine Alternative zu Callbacks in JavaScript. Stimmt nicht so ganz, aber so ein bisschen. Diese Methode, diese Fetch-Methode, gibt Ihnen ein Objekt zurück und dieses Objekt repräsentiert ein Versprechen, dass diese Fetch-API diesen Content aus dieser URL rausholen oder Ihnen zurückgeben möchte. Sie können auf diesem Promise-Objekt, auf diesem Versprechen mit der Send-Methode, die ist dann Teil von diesem Promise-Objekt, das da zurückgegeben wird, einen Callback registrieren. Das ist diese Funktion hier. Und diese Funktion, dieser Callback wird ausgefüllt, wenn dieses Versprechen erfüllt ist. Also wenn Fetch diesen Aufruf gestartet hat, diesen AJAX-Aufruf, und die Antwort vom Server da ist, dann landen wir in dieser Methode. Was Sie dann zurückbekommen, ist ein Objekt, das repräsentiert die Antwort vom Server. Also das ist quasi die HTTP-Antwort, die Response. Mit der können Sie noch überhaupt nichts anfangen. Die ist nämlich noch nicht fertig und nicht zusammengesetzt. Wenn Sie darauf die Funktion JSON aufrufen, also auf dieser Rückgabe der Serverantwort, dann wandeln Sie das, was als Antwort auf die HTTP-Anfrage zurückgekommen ist, in ein JSON-Format um. Also Sie
machen das dann, wenn Sie sich sicher sind, dass die Serverantwort im JSON-Format vorliegt und durch den Aufruf von diesem Punkt JSON auf dem Response-Objekt verwandeln Sie dann diesen String, diesen JSON-String, in ein tatsächliches JavaScript-Objekt um. Auch das wieder gibt einen Promise zurück. Also auch das ist eine asynchrone Funktion, die nicht sofort ausgeführt wird, sondern wir geben wieder einen Promise zurück. Also das Hedge gibt uns einen Promise zurück, response.json gibt uns einen Promise zurück. Wir können über diese Apple wieder einen Callback registrieren, der ausgeführt wird, wenn diese Umwandlung aus dem String, aus dem JSON-String in das tatsächliche JavaScript-Array bzw. JavaScript-Objekt. Sondern auch eine Callback-Funktion. Und diese Callback-Funktion ist der Punkt von unserem Code, der aufgerufen werden soll, wenn diese ganze Ajax-Geschichte durchgelaufen ist. Und diese Methode rufen wir auf, zusammen mit dem umgewandelten JSON-Objekt. Also wir lassen Fetch die Arbeit tun, wandeln in zwei Schritten die Serverantwort in ein richtiges JavaScript-Objekt um und geben das dann wieder raus. Das wird in dieser Funktion hier aufgerufen. Also das hier ist so eine modulinterne Funktion, die kümmert sich um dieses Fetching. Hier haben wir eine zweite Funktion, die kriegt als Parameter eine Callback-Methode übergeben und die ruft dann diese Methode, die wir uns gerade angeschaut haben, auf, übergibt die URL, unter der wir die Studierendenstatistik finden und eine Callback-Methode an diese vorbereitete Funktion, und zwar die Callback-Funktion, die auch hier als Parameter übergeben wird. Das alles passiert in diesem Modul. Das kann keine andere Komponente unserer Anwendung verwenden. Ganz am Ende exportieren wir diese eine Funktion aus dem Modul raus. StatsHelper, diese Datei, die wir hier angelegt haben, die wird, wenn sie ausgeführt wird, vom Rest der Anwendung getrennt. Also das ist ein abgeschlossener Bereich, das basiert auf diesem Closure-Prinzip von JavaScript, dass so eine Funktion alles, was in der Funktion ist, einschließt und vor dem restlichen Teilbereich der Anwendung schützt. Das ist hier in diesem Fall dann auch technisch zumindest genauso gelöst und sorgt dafür, dass wir eigentlich nicht auf diese Methoden zugreifen können. Also wir können nichts damit machen. Diese Export-Funktion sorgt jetzt dafür, dass wir einen Teilbereich von diesem Modul nach außen geben können. Und zwar genau diese GetData-Funktion. Diese Schreibweise muss man sich vielleicht einfach dran gewöhnen. Es gibt auch ein paar Alternativen dazu. Aber wir sagen ganz explizit, diese Funktion hier, diese GetData-Funktion, die darf aus dem Modul exportiert werden. Und in unserer App.js-Datei holen wir uns dann genau diese Funktion in unser Modul, in dieses App.js-Modul rein. Wir sagen, ich hätte gerne die exportierte GetData-Funktion aus der Datei StatsHelper. Dann wird dieses Modul initialisiert. Das muss nicht in der HTML in dem HTML-Dokument schon verlinkt worden sein. Das kann irgendwo auf unserem Server liegen. Wir führen dieses Modul aus. Das, was hier angelegt worden ist, existiert im Modulbereich vom Rest der Anwendung getrennt und nur diese GetData-Funktion wird exportiert. Die holen wir uns hier rein und dann können wir die in diesem Modul verwenden. Jetzt kann ich diese GetData-Funktion zum Beispiel in der Initialisierungsfunktion aufrufen und das ist dann genau diese Funktion hier, die ich in dem Modul angelegt habe. Ich rufe die auf, ich übergebe als Parameter diese Funktion hier, named function, die als Parameter an die Methode übergeben wird. Mein Modul holt sich diese JSON-formulierten oder formatierten Daten vom Server, wandelt die um in ein JavaScript-Objekt, gibt die zurück über die übergebene Callback-Methode. Das ist der Parameter von GetData und das ist dann, wenn die Anwendung tatsächlich ausgeführt wird, diese Methode der Funktion, die wir hier übergeben haben. Also diese Funktion, die wir in App.js aufrufen, ist eigentlich in StatsHelper definiert. Und dann warten wir darauf,
dass die Antwort vom Server vorliegt. Das ist dann in diesem Fall oder in dieser Callback-Methode der Fall. Also wenn Fetch seine Arbeit getan hat, wird die Funktion, die in diesem Parameter steckt, aufgerufen. Das ist diese hier. Wir kriegen, was kriegen wir zurück? Das JavaScript-Objekt, was aus diesem JSON generiert worden ist. Und können das hier jetzt an dieser Stelle benutzen, um die Sachen im Chart-View tatsächlich zu rendern. Und das ist wieder nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Wir packen alles, was mit diesem Chart-View zu tun hat, in dieses Modul. Das sind ganz sind nicht wirklich komplexe Sachen, das ist einfach nur viel Code. Und wir exportieren einen Teilbereich daraus aus dem Modul raus. Und zwar dieses Objekt hier. Das ist ein JavaScript-Prototyp in dieser Class-Schreibweise. Das ist einfach so syntaktischer Zucker für eine Konstruktorfunktion in JavaScript. Und dieser Prototyp wird aus dem Modul exportiert. Das ist jetzt eine andere Variante von diesem Exportmechanismus. Export Default ist so ein Standard-Export. Wenn ich jetzt diese Moduldatei ohne weitere Angaben importiere, irgendwo an einer anderen Stelle, dann wird das, was ich hier als Standard Default-Export zurückgegeben habe, importiert. Und das ist in diesem Fall dieser Prototyp. Den importiere ich mir an dieser Stelle, also import chartView from chartView.js ohne diese geschweiften Klammern, damit der Default-Import ausgelöst wird. Das nennt man übrigens Destruct Assignment, keine Ahnung, gibt es irgendwie einen tollen Begriff dafür, egal. Was uns hier interessiert ist, wir importieren diesen Default-Import aus dem Chart-View, Default-Export aus dem Chart-View unter diesem Namen in unsere App.js-Datei und dann können wir diesen Prototypen hier verwenden, den wir in dem Modul definiert haben. Dieser ganze andere Rest, also diese ganzen Funktionen hier, die Konstanten und so weiter, die sind in App.js nicht vorhanden, die sind nur in diesem Modul vorhanden und wir können nur die Schnittstelle verwenden, die wir ganz gezielt nach außen gegeben haben. Und dann erstellen wir uns da entsprechend so einen neuen Chart-View, geben dem diesen Canvas-Element mit, auf dem das operieren soll und wenn wir dann die Daten haben, die wir aus dem anderen Modul geholt haben, können wir diesen Renderprozess in dem Chartview starten. Ich glaube, Sie müssen jetzt leider in die Übung. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen geholfen hat. Sie können mir ja gerne noch schreiben im Chat oder auch per E-Mail oder sowas, ob es noch irgendwie was gibt, was Ihnen dabei helfen würde, diesen Code zu verstehen. Und ich kann das gerne auch noch mal in einer stärker kommentierten Fassung bereitstellen. Also sagen Sie mir am besten einfach mal, wo vielleicht noch Sachen sind, die Sie nicht verstanden haben. Und dann kann ich da gerne mir noch irgendwie was überlegen. Also wenn Sie das irgendwie für die Studienleistung gebrauchen können, dann einfach sagen, wo noch Lücken sind. Okay, dann würde ich aber sagen, sind wir erstmal fertig für heute. Viel Spaß bei der Übung. Danke fürs Zuschauen und für die Aufmerksamkeit. Auch an die Leute, die das nicht irgendwie für den Kurs gebrauchen. Wenn Sie jetzt aus irgendeinem Grund bei Twitch zuschauen und Sie das interessiert, weiß ich nicht, gibt vielleicht auch andere Kurse, dann können Sie mir ja mal schreiben oder so, dann in dem Chat, dann kann ich Ihnen gerne auch dieses Material bereitstellen, falls Sie das irgendwie sich mal anschauen wollen. Ich weiß nicht, wie hilfreich das ist, aber wenn Sie jetzt auch mal was mit dieser SQLite-Datenbank oder sowas anfangen wollen, dann schreiben Sie einfach nochmal schnell in den Chat, dann sage ich Ihnen, wo Sie die Sachen finden. Jetzt aber vielen Dank, viel Spaß in der Übung mit dem Martin und bis nächste Woche. Und letzte Information, ich wurde gebeten, Sie auch noch darauf hinzuweisen, dass am Dienstag die Games Night von unserer Fachschaft stattfindet und da sind Sie natürlich herzlich eingeladen, auch als TH-Studierende teilzunehmen und ich habe mir sagen lassen, dass bei dem Counter-Strike-Turnier auch vielleicht ein Team aus Dozierenden teilnimmt. Also, falls Sie das in irgendeiner Art und Weise motiviert, einzusteigen, dann können Sie sich das ja auch nochmal überlegen. Steht alles im Forum und können Sie sich in Ruhe anschauen. Vielen Dank und bis nächste Woche.